RE 57031 München Hauptbahnhof. Es ist 12.06 Uhr. Fahren Sie diesen Regionalexpress Richtung Osten bis München Hauptbahnhof. Wir fahren die 100, Baureihe 146.2 von der Deutschen Bahn, 413,5 Tonnen schwer, 7 Doppelstockwagen im Zugverband und 177,9 Meter lang auf der Strecke München Hauptbahnhof Augsburg. Und ich würde sagen, wir beginnen. Und damit ein allerherzlichstes Willkommen zu einer neuen Folge Train SimWorld 3. Der Danny spielt das und öffnet hier natürlich jetzt erstmal die Türen. So, dann machen wir die Zuglichter ein. Das machen wir auf reduziert. Dann machen wir den AFB-Hauptschalter ein. Den setzen wir auf 40. So, das haben wir. Dann brauchen wir natürlich noch die Zugsicherungssysteme. So, wie sieht es denn oben mit der München Hauptbahnhof? Das stimmt. Wunderbar. Da sind wir eigentlich. Ja, abfahrbereit. Warten wir noch bis 12:37 Uhr Sekunden. Das werden wir natürlich tun. Bevor wir die Türen schließen, können wir uns hier so ein wenig umsehen. In Augsburg, hier sind sie fleißig am Baggern. Da ist ein Bagger, da steht ein Kran. Was wird denn da gebaut? Da hinten sind sie auch am Bauen. Wird ein neues Gleis gebaut? Beziehungsweise, oder was wird da? Könnt ihr mir das sagen, was da gebaut wird? Werden da neue Gleise gezogen? Das könnte natürlich sein, weil da sind Gleise, hören sie auf. Es könnte natürlich sein, dass da so ein bisschen neue Gleise verlegt werden oder repariert, restauriert. Ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr mir das sagen, was dort gebaut wird. Oder wird hier ein U-Bahn? Hier geht die Treppe runter. Vielleicht wird ja auch ein Durchgang gebaut. Ein Schacht, ein U-Bahn-Schacht. Ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr mir das sagen. Wir schließen auf jeden Fall die Türen, damit wir hier ausfahren können. Aus dem Augsburger Hauptbahnhof. So, dann würde ich sagen, lösen wir die Bremse und schalten langsam auf. Oh, da fällt mir gerade was ein. Oder auch viel mehr. Das geht ja sonst überhaupt nicht hier. So. Können es befreien, aber gleichzeitig Wachsamkeitstaste gleich drücken, wenn wir dieses Signal hier passieren. So, das haben wir soweit erledigt. Dann können wir uns wieder draußen umsehen. Wunderschön. Wunderschön. So, nach wie vor PCP-Überwachung und 45 km/h Beschränkung. Ich denke, das wird sich aber gleich aufheben. Sie auf jeden Fall. So, ich denke, wenn wir den weichen Bereich hier verlassen haben, dass sich dann auch gleich, ja, die Beeinflussung aufheben wird und wir uns befreien können. Was sagt die PZB? V-Überwachung 85 km/h. So weit schnell dürfen wir eh noch gar nicht fahren. Von daher, jetzt können wir uns befreien. Dann können wir auch. Jetzt los. Nein. Sorry, falsche Taste, Mann. So, jetzt. Sorry, das war ganz falsche Taste. Ach, Mensch! Wenn man einmal die falsche Taste drückt. So, das war so nicht geplant. Ich hab die falsche Taste. Ich wollte mich befreien und habe die falsche Taste gedrückt. Und dann hat sich mein Bildschirm irgendwie verändert. Und ja, dann konnte ich die Sichtbar nicht mehr schnell genug drücken. Ihr kennt das. So, jetzt aber. Meine Güte, ne.
So, ich glaube, jetzt brauchen wir auch nicht mehr groß beschleunigen, weil wie gesagt, wir sind jetzt im Moment hier Augsburg-Hornstädter Straße. So, das haben wir auch geschafft. Leider eine Minute zu spät aufgrund des Tastenfehlers gerade. Aber ja, ist nicht mehr zu ändern. Da steht's: München Hauptbahnhof RE5. Da versteckt sich noch eine Zahl. Seht ihr es? Da versteckt sich noch eine Zahl. Naja, das an den Lost ist auch so. Nee, da steht nur München Hauptbahnhof. Okay. So, wir verschließen die Türen. Und dann haben wir Ausfahrt. Nächste Station, Augsburg Hochzoll. Wunderschön. Wunderschön. So, sollen wir jetzt noch oh. Ob sich das jetzt noch lohnt, weil wie gesagt, wir hier gleich 130 haben. Nächste Station auf jeden Fall Augsburg Hochzoll. Da können wir auch auf 130 runtergehen. Mit unserem RE. Dort kommt ein ICE 3 reingefahren. Sehr, sehr schön. Aber in diesem, habt ihr es gesehen? Diese Scheiß-SIFA gibt keinen Ton von sich. Wenn man dann nicht rechtzeitig reagiert, fängt er sofort an zu bremsen. Das ist wirklich scheiße. Entschuldigung, aber es ist so. Das ist wirklich das Blöde in dieser Lok, dass es keinen Ton von sich gibt. Weder die SIFA noch die PZB. Das ist wirklich, die 146 ist eine schöne Lok, keine Frage, aber das ist doof, dass das hier keinen Ton von sich gibt. So, da kommt der Gegenzug. Der fährt nach Ulm, das ist der RE570. 33 oder 32, weiß ich es nicht. So, wir fahren den RE57031 und haben eine Minute Verspätung, wie ihr da lesen könnt. Aber ja, dem ist dann halt so. So, nächste Station Kissing.
So, der RE neben uns hat auch Ausfahrt Richtung Ulm. Und wir nähern uns Kissing, 5,6 Kilometer noch. Und ihr seht, wir haben hier einiges an Halte. Kommt noch Mering. Mering und München-Pasing haben wir noch als Halte. Machen hier eine schöne Rundreise durch Bayern und fahren zu dem Hauptbahnhof, an dem ich in 2 Wochen sein werde. München, worauf ich mich sehr, 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 sehr freue. So, Höchstgeschwindigkeit 160. Mehr darf dieser RE nicht. Wunderschön. Wunderschön. 146-261-5. Der bremst wirklich sehr, sehr gut. Das muss ich auf jeden Fall mal feststellen. Also hätte ich nicht gedacht, dass der so reinhaut. Heiliger Vater. So, herzlich willkommen in Kissing. So, da wären wir. So, hier steht keine Verspätung mehr. Wir haben auch keine Verspätung. Diesmal sind wir pünktlich. Wir haben die Verspätung wieder reingeholt. Wunderbar. Sehr, sehr schön. So soll es sein. RE57031. 12.19 Uhr an Gleis 5. Mit dem Ziel München Hauptbahnhof. Sehr nice. So, setzen wir uns hier mal so auf den Stuhl drauf. Verriegeln die Türen und lösen derweil die Bremsen. Und nächste Station, Mering, Sand, Afra, Bahnsteig 4.
Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ich mag ja lokbespannte REs. Die sind wirklich, ich mag die einfach. Auf jeden Fall besser als diese ja, Triebwagen. Auf jeden Fall. Lokbespannte REs sind auf jeden Fall das, was ich definitiv bevorzuge. Aber das ist nur meine Meinung. Ihr habt da natürlich eine andere Meinung. So, und dann sind wir auch gleich schon in Mering. Können wir schon mal die Leistung so ein bisschen wegnehmen hier. Weil wie gesagt, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Mal ein bisschen bremsen. Und da fahren wir ganz geschmeidig in Mering ein. Öffnen die Türen. Habe ich die falsche Seite geöffnet? Ah. Naja, egal. Ach, schaut mal, der hat Verspätung von 2 Minuten. Der RE57032 hat eine Verspätung von 2 Minuten auf dem Weg nach Dinkelscherben. Wir hingegen sind pünktlich. Das ist doch mal was Feines. So, schön verriegeln. Und dann haben wir Ausfahrt. Lösen die Bremse. Nächste Station, Mering. Dann warten wir einfach mal ab, bis unser Zug hier vorbeifährt. Also wie gesagt, das mit der tonlosen SIFA, das ist ein bisschen dämlich gelöst, muss ich mal ganz klar so sagen. Weil wie gesagt, ja, wenn man da mal nicht direkt hinguckt oder das nicht so im Augenwinkel hat, dass die SIFA aufleuchtet, hat man direkt eine zwangsam Punkt, Punkt, Punkt kleben, ihr wisst Bescheid. Das ist ein bisschen doof gelöst, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, das ist wohl so hier in der BR146. Ich weiß nicht warum das, ob das ein Bug ist. Ich habe das mal vor kurzem bei Felix, dem Weisen, gesehen. Da ist das auch wohl so gewesen, also es scheint wirklich tatsächlich ein Bug zu sein. Aber ja, das ist dann einer von vielen beim TSW.
So, dann fahren wir hier in Mering ein. Bahnsteig 4 werden wir anhalten. Wunderbar, da wären wir. An einem verdammt leeren Bahnhof. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. So, hier fahren wahrscheinlich, hier an dieser Seite fahren die Fernzüge. Ich war natürlich durch, ist ja logisch. Hier fährt der Gegenzug, beziehungsweise die Züge in diese Richtung. Und hier fahren wahrscheinlich Regionalbahnen und so. Einmal in diese Richtung und einmal in diese Richtung. Würde ich jetzt mal sagen, Güterverkehr vielleicht auch noch. Ich denke, so ist die Aufteilung richtig erklärt, hoffe ich zumindest. So, mit dem nächsten Stopp werden wir schon München erreichen, und zwar München-Pasing. 37 Kilometer haben wir jetzt zu absolvieren. Na dann, frohes Fahren. Auf geht's. So, 37 Kilometer, da werden wir natürlich die 160 voll ausnutzen, die wir hier fahren dürfen. München-Pasing, Bahnsteig 9. Von dort aus sind es dann nur noch ein paar hundert Meter bis München. Beziehungsweise bis München Hauptbahnhof, sagen wir mal lieber so. In München sind wir ja dann schon lange. So, dann schauen wir mal, ob uns ein paar Fernzüge oder ein paar REs oder Güterzüge vielleicht entgegenkommen. Oder ob wir jetzt hier völlig KI-frei sind. Nein, da kommt was. Ein Quietschi. Sehr nice. Das war hoffentlich nicht der letzte. Also ich freue mich tierisch auf die Fahrt nach München. Vor allem, ich fahre glaube ich zwei oder dreimal ICE, wenn ich richtig gelesen habe. Bin echt gespannt, wie das wird. Ich freue mich ja nicht nur auf die Stadt selber, ich freue mich auch auf die Hinfahrt und auf die Rückfahrt. Und ja, es, all das, was damit zusammenhängt, da freue ich mich tierisch drauf. Ich war zwar als Kind in Bayern oft, aber ja. Da haben wir den Hauptbahnhof noch nicht so erkundet, ich zumindest nicht. Ja, man hatte auch nicht so die Zeit und nicht so die Entscheidungsgewalt, wenn man als Kind mit dem Urlaub ist, ihr kennt das. Ja, aber jetzt werde ich das auf jeden Fall nachholen, und ich freue mich tierisch drauf. Es wird mit Sicherheit sehr, sehr schön. Und ja, es wird für euch auf jeden Fall sehr viel zu sehen geben.
So, fahren jetzt hier an den kleinen Stationen vorbei. Ah ja, die habe ich dann auch auf Level 7, die 146.2. Sehr, sehr nice. Geht hier ordentlich bergauf, 0,4% die ganze Zeit schon. So, bis auf die Quietschi ist jetzt aber noch nichts weiter entgegengekommen. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Bin gespannt, was gleich in München los ist. So, hier ist ordentlich Fahrgastaufkommen, ihr habt es gesehen. Ach, schaut mal, der holt uns ein ICE. Wie geil ist das denn? Das ist doch mal fein, oder? Oh, geil. Sehr, sehr nice. Dann auch noch mein Lieblings-ICE. Einfach nur geil. Das Wettrennen verlieren wir natürlich, weil der natürlich schneller als 160 fährt, logischerweise. Der locker 200 drauf, wenn nicht sogar schneller. Der wird uns bis Pasing deutlich abgehangen haben. Das wäre jetzt natürlich auch geil. Mega, mega, mega. Aber ich sehe ihn noch da hinten leicht, ganz leicht. Kann man ihn noch erkennen? Obwohl es immer noch, oder gleichwohl es natürlich jetzt immer schwieriger wird. Jetzt ist er weg. Tiefer. Wunderbar. Oh, seht mal da links jede Menge Solarplatten. Die fahren wie kreuz und quer durch die Gegend. So, dort steht auch eine Quietschi, die jetzt Ausfahrt hat. Da sind es noch 22 Kilometer bis München-Pasing, unserem nächsten Zwischenhalt. Mal sehen, was uns noch so entgegenkommt oder vielleicht auch noch mal überholt. Man weiß es nicht. Und die Strecke zwischen München und Augsburg ist natürlich eine Raserstrecke. Also es ist wirklich eine Schnellfahrstrecke, wo der Fernverkehr wirklich 200, 280 locker, locker fahren kann. Also das definitiv. Wenn ihr mit dem ICE fahrt, dann fahrt ihr locker 280. Das kann ich euch versprechen. Also das ist definitiv eine Schnellfahrstrecke. SFS München-Augsburg, kann man auch sagen.
So, tut sich da am Horizont was oder gucke ich falsch? Ich weiß es nicht, es ist noch nicht so gut zu erkennen, aber ich meine, da kommt uns was entgegen. Ich bin mir aber nicht sicher. Müssen wir mal auf den Nachbargleisen achten, wenn die Signale grün sind. Da kommt wieder was. Konnte ich jetzt nicht erkennen. So, unser Gleis ist natürlich grün, logischerweise. So, da ist rot. Da ist auch rot. Ja gut, der muss auch da anhalten. Ach, was für ein geiles Bild, oder? Was für ein sau geiles Bild. Kommt doch noch nichts nach, also geht uns auch nicht zu überholen. So, 12:46 Uhr sollen wir in Pasing sein. Bin ich mal gespannt, ob das hinhaut. So, da werden wir wieder eine Zugüberholung tätigen. Und zwar werden wir diesmal als Überholender eine Quietschi überholen. Sehr, sehr schön. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich reagieren. Schon zu spät. Gibt schon eine Zugbremsung. Ach, ich hab doch so. Ich habe doch was dann gedrückt, ich verstehe es nicht. Na egal. Lass mal das. Lass mal das einfach sein. Bringt ja nichts. Es bringt ja nichts, sich aufzuregen. Es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts. Ach, ist das ein Kack. So. Ist irgendwie nicht mein Tag heute. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, woran es jetzt gelegen hat. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich Wasser gedrückt habe. Vielleicht könnt ihr mir sagen, woran es lag. Ich weiß es nicht. Also die PZB und die SIFA geben keinen Ton von sich in dieser Lok. Woran das liegt, kann ich euch leider nicht sagen. Aber es ist einfach so. Also wenn ihr mich aufklären könnt, woran es lag, dass ich diese Zwangse kassiert habe, sagt es mir bitte. Es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, weil ich weiß es nicht. So, das ist wieder eine Quietschi.
Also es kann ja nicht sein, dass wenn ich Wasser drücke und dann reagieren will, zu bremsen, auf die Geschwindigkeit runter will, dass dann sofort eine Zwangse kommt. Das kann ja nicht sein. So, ich fährt ein Güterzug. Aber ja, ich weiß es wirklich nicht, woran es jetzt gelegen hat, dass ich eine Zwangse kassiert habe, aber es war halt so. So, jetzt dürfen wir zumindest 160 fahren. Und dann sind es noch 10 Kilometer. Ob wir es jetzt noch pünktlich schaffen, ist die andere Frage. Durch diese unnötige Zwangse hat uns das natürlich wieder ordentlich Zeit gekostet. So, 3 Minuten haben wir noch, 4 Minuten sogar, nicht mehr ganz. Dann sollen wir in Pasing sein. 8,3 Kilometer, es wird eng, es wird eng. Aber schauen wir mal. 3 Minuten, 2 Kilometer geschafft. Na, 1 Minute, 2 Kilometer geschafft. Das wird eng, das wird eng, das wird eng. So, gleich 130. Klein bisschen Zeit für. So, ich denke, so ab 2, 1,5 Kilometer können wir dann auch runterbremsen auf 130. Das sollte genügen. So, diesmal haben wir aber keine Zwangse kassiert, weil wir es aber reagiert haben. Können wir uns befreien. Meine Güte, alles auf einmal hier. Meine Güte, vor allem wenn das alles lautlos ist, das ist wirklich puh.
So, dann sind wir schon in Pasing. Es wird auch eine leichte Verspätung geben. Aber nicht allzu tragisch. Trotzdem ist es angegeben. Ihr seht den weißen Balken da oben, die weiße Schrift. So, da wären wir im Parsing. Das ist also Parsing. Und wir werden uns dann jetzt gleich jeden Moment auf dem Weg nach München Hauptbahnhof machen. Werden die Türen verriegeln und die Bremse lösen und uns auf den Weg nach München Hauptbahnhof machen. Warten wir erstmal ab, was hier die Signale sagen, bevor wir großartig aufschalten, würde ich sagen. Weil Parsing ist immer so eine Sache. Da kommt auch gleich irgendwo eine Stelle mit 90, meine ich. Bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Ich meine aber wohl. Wir sind jetzt schon wieder die Dings weg. Was? Das lässt sich gar nichts mehr machen hier. Ja, muss ich nicht verstehen. Gleich 60, da haben wir auch noch ein bisschen Zeit für. Aber wahrscheinlich wird uns wahrscheinlich eh vorher schon die PZB bremsen. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Hier steht schon allerlei Material rum, ihr seht's. Und ich würde sagen, wir gehen runter auf 60. So, wir kommen München Hauptbahnhof immer näher und ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr ich das hier mir begucke, ich habe richtig Bock drauf.
Freue mich tierisch. Würde am liebsten auf der Stelle losfahren. Aber ich muss mich noch 2 Wochen gedulden. Dann geht es endlich wieder auf großer Tour. In die bayerische Landeshauptstadt. Freue mich mega. So, und unser Gleis wird das Gleis 21 sein, an dem wir anfahren werden oder einfahren werden. So, da seht ihr mal, wie die, was da für ein Schrottberg ist. Wahnsinn. So, und das ist die ICE, beziehungsweise ja, die ICE Wartungshalle. Hier rechts die Waschstraße und so weiter, DB Center. Wartungshalle für die ICEs und der Waschstraße und so weiter. Oh, sie fahren. Oh, 40, um Gottes Willen. Sogar 30. Dann fahren wir hier schön geschmeidig in den Kopfbahnhof ein. Auf Gleis 21. Nimm diese Weiche. Dann noch ein Stückchen rüber. Und dann kommen wir an in München. Wunderbar. Wunderschön, öffne die Türen. Und dann können wir uns hier mal so ein bisschen umsehen. Und dann sehen wir das hier zum Beispiel Dinkelscherben. RB 57036 abfahren wird unter ICE 702 nach Berlin, Gesundbrunnen. Und dort stehen 2 ICE 3 an der am Prellblock. Berlin Hauptbahnhof Tief, der ICE 704. Aha. Frankfurt am Main ICE 990. So, wir sollen die Türen verriegeln, das tun wir natürlich. Und dann wird sich das Ganze hier wahrscheinlich jetzt auch verabschieden, beziehungsweise das ganze Szenario beenden. Ja, das tut es. Haben wir Gold erhalten. Aber natürlich, bei der Punktzahl hätte mich alles andere auch überrascht. Das war's mit diesem
Szenario mit unserem RE570031, fast glaube ich. Verbessert mich, wenn ich falsch liege. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Ja, habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.